Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Citizen Sleeper. Wir haben beim letzten Mal das Gespräch für Lem und Mina freigeschaltet und das schauen wir uns jetzt mal an. Vom Laufsteg aus sieht die Sidereal Horizon unglaublich groß aus. Eine Landschaft aus Platten und Rahmen. Überall an ihren Flanken flackern Fackeln, Drohnen manövrieren, Bogenlichter schimmern. Das Gefühl des Ausmaßes, der Industrie ist sowohl atemberaubend, als auch seltsam beunruhigend. So, das ist Lem, ein Werftmitarbeiter mit seiner Tochter Mina. Ich denke, sie ist ziemlich hübsch. Du drehst dich um und siehst eine Gestalt ein Stück weiter unten am Gehweg, die sich an das Geländer lehnt. Er ist dünn, zerlumpt, seine Arbeitskleidung sitzt schlecht und locker. Die Fackeln der Sidereal Horizon flackern in seinen Augen, als er sich dir zuwendet. Lem. Er lehnt sich vom Geländer zurück und enthüllt ein Kind, das neben ihm steht und auf das Schiff starrt. Und das ist Mina, fügt er mit einem Lächeln hinzu. Wir können antworten, hi Lem, hi Mina, oder wir sagen gar nichts, aber ich würde jetzt mal das kleine Kind begrüßen. Ja, und da jetzt einfach ruhig zu bleiben und nichts zu sagen, finde ich doch ziemlich unhöflich. Sie starrt dich an und versteckt sich hinter Lem, der sie pflichtbewusst hochhebt. Sie vertraut ein bisschen langsam, nicht wahr, Mina? Sie vergräbt ihr Gesicht in Falten seines Overalls. Mina schaut von Lems Brust aus, ein dunkelbraunes Auge, das zwischen dem rauen Material funkelt. Also, arbeitest du an ihr? Fragt Lem eifrig und deutet auf das riesige Schiff. Oder bewunderst du sie nur? Er verlagert Minas Gewicht auf seinen anderen Arm. Wir können antworten, ich arbeite daran, ich bewundere sie oder nichts von beiden. Aber naja, wir arbeiten ja an einem Schiff, also ich arbeite daran. Ich auch. Er zeigt seinen Heavenage-Pass. Ich wusste es, als ich dich gesehen habe. Ich meine, er stolpert ein wenig über seine Worte. Er will nicht missverstanden werden. Ich meine, du siehst aus wie ein Arbeiter. Sie ist Minas und mein Ticket, um von diesem Ort hier wegzukommen. Unser Fluchtvektor sozusagen. Wir können uns fragen, das Schiff oder wie? Und ich frag mal, das Schiff? Du hast es nicht gehört? Jeder, der einen Heavenage-Vertrag für die Sidereal Horizon abschließt, wird an der Verlosung der Transit-Support-Crew teilnehmen. Er lächelt. Wir werden zwar nicht die ganze Reise durchschlafen, aber ein paar Jahrzehnte im Dienst werden nichts für Mina und mich sein, wenn das bedeutet, dass wir auf einer neuen Welt landen können. Er zwinkert. Wir können jetzt fragen, Transitsupport oder Jahrzehnte? Aber die Jahrzehnte daran wundern mich nicht, sondern Transitsupport? Aha, jemand muss wach bleiben, um das Ding am Laufen zu halten. Er richtet sich auf und streckt seinen Rücken. Das ist ein Kolonieschiff, Kumpel. Die Salus Foundation schickt Tausende, um ein System außerhalb der Reichweite der Kernsysteme zu besiedeln. Es wird eine komplett unabhängige Kolonie sein. Keine Stellvertretung oder keine Firmen. Wir können jetzt fragen, warum ist sie hier? Oder die Salus Foundation? Oder klingt verrückt, aber ich würde gern mehr über die Salus Foundation erfahren. Sie sind Heavenage-Kunde. Ja, so ein Reichenprojekt von den Kernsystemen. Interessiert an Unabhängigkeit und Selbstversorgung und all das. Sie haben die gesamte Werft angestellt, haben geholfen, sie umzubauen und alles. Er streichelt Minas Haar. Der Traum von jemand anderen, denke ich. Aber das heißt nicht, dass Mina und ich damit nicht konform gehen. Mina antwortet, indem sie seine Hand wegschiebt. Daddy! Sie flüstert. Essen! Und zieht ein übertrieben mürrisches Gesicht. Sie blickt dich verstohlen an, während sie mit einer Reihe von Erkennungsmarken spielt, die um Lems Hals hängen. Ich unterhalte mich nur ein wenig, Mini. Gib Daddy eine Sekunde. Er dreht sich zu dir zurück und du bemerkst plötzlich, wie müde er aussieht. Ich bin noch nicht in der Heavenage Crew, aber ich arbeite meinen Weg da rein. Du kannst das auch, Kumpel. Wir müssen zusammenhalten. Er lächelt etwas zittrig und du fragst dich, wie lange er gearbeitet hat, um es in die offizielle Werft-Crew zu schaffen.
Wir können antworten, ja, vielleicht, oder ich arbeite daran, oder sicher, aber ich würde es erstmal bei einem Ja vielleicht belassen. Er sieht nach der Sidereal Horizon, so als würde er versuchen, Energie aus diesen flackernden Fackeln zu ziehen, von dem riesigen Rumpf. Wir müssen durchhalten, okay? Du bist dir nicht sicher, ob er mit dir redet. So läuft das. Während er hinausstarrt, fällt dir Mina neugierig ins Auge. Wir können jetzt sagen, stimmst du zu, Mina? Oder wir sagen gar nichts, aber ich versuche mich mit Mina zu unterhalten. Sie richtet sich auf und trifft deinen Blick. Daddy liebt mich. Sie sagt es stur, als würde sie dich herausfordern, es in Frage zu stellen. Lem lächelt und hebt Mina. So ist es. Wir halten durch. Er lächelt dich schüchtern an. Wir sind nur ein paar Softies, nicht wahr, Mina? Er lässt sie wieder herunter. Sie steht nun an seiner Seite und klammert sich an sein Bein. Ich muss sie hier füttern. Er klopft ihr auf den Rücken. Vielleicht sehen wir uns auf einer Schicht, hä? Er dreht sich um und läuft den Gehweg hinunter, weg von der Werft. Du siehst sie sich unterhalten und dann, einen Moment später, dreht sich Mina um und stoppt. Wir sehen uns, Roboter! Ihr Rufen hallt den Gehweg hinunter und sie zeigt dir ein Abschiedslächeln, bevor sie losrennt, um Lem einzuholen. Du beobachtest sie ein wenig, bevor du dich wieder der unmöglichen Größe der Sidereal Horizon zuwendest. Ein Ticket nach draußen. So, und damit haben wir einen neuen Antrieb, und zwar gewinne ein Ticket für die Sidereal Horizon. Arbeiter der Sidereal Horizon Crew nehmen an der Verlosung für die im Kolonieschiff lebende Crew teil. Das ist ein Weg weg vom Ei in ein neues Leben. So, dann würde ich noch sagen, verwenden wir unseren 5er-Würfel, also 6er-Würfel, das sind 2 6er-Würfel, Entschuldigung. Und die sollten wir natürlich sinnvoll investieren. Ich würde die hier in die Ambergris investieren. Dann schalten wir hier das Story-Event mit der lieben Ankita frei und, naja, kommen hier ein bisschen voran mit der Söldnerin, die uns ja vielleicht helfen kann. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Und damit tschüss!